Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Projekt Felsbrunnen. Und zwar haben wir uns in der letzten Folge darum gekümmert, dass das Feld 5 bestellt wird. Und ja, ich warte auf meinen Helfer, auf den Frodo. Und wir haben 16 Uhr. Der hat bestimmt verpennt, weil er zu viel im Freibad war, weil es zu warm war. Habe ich gesagt, geh im Freibad, weil seine Socken haben gerochen. So, ich werde ihn jetzt mal anrufen. So. Oh, Frodo hier. Ja, Frodo, hier ist der Cartman. Du wolltest doch schon um 10 Uhr auf dem Hof sein. Ja, scheiße, hab voll verpennt. Bin sofort da. Alles klar. Dann bis gleich, ne? Aber seh zu. Ach so, noch nebenbei, weißt du, wo der Johnny geblieben ist? Ja, den habe ich dabei. Okay. Alles klar, ja, dann hau mal in die Socken, weil der Tierhändler wollte wollte gleich erscheinen. Ja, alles klar. Ja, hau in die Tasten. Ja, wie gerade schon gesagt, im Telefonat haben uns schon mit dem Tierhändler unterhalten. Wir haben ihn angerufen. Er wollte auch gleich vorbeikommen. Hoffentlich hat er das nicht vergessen. Ich kann ihn ja gleich nochmal anrufen. Und zwar geht es ja darum, dass wir einen Hühnerstall gebaut haben. Und ja. Und in der Zeit, wo wir auf den Frodo warten, da kommt er schon angeschossen. Ja, wo ist eigentlich unser Wauzi? Wieder platt gefahren? Guten Morgen. Guten Morgen, guck mal auf die Uhr. Wir haben 16.20 Uhr. Ich weiß. Ja, toll. Wo hast du unseren Hund gelassen? Der steht da hinten. Der ist wieder am Gassi gehen. Weißt du, wann der Tierhändler kommen wollte? Nein, der wollte heute im Laufe des Tages kommen. Im Laufe des Tages, okay. Wir müssen heute noch zum Händler fahren. Wir brauchen eine Düngespritze und Dünger. Ja. Ja, weißt du, wann der Fahrzeughändler da ist? Nein. Ich denke mal, dass er irgendwo umschwört. Mal wieder unzuverlässig, oder was? Natürlich. Ja, guck mal, da ist der Der Tierhändler. Wer ist das denn? Ich geh mal Dünger holen. Ja, danke schön. Hoppala. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Tierhändler. Ihr hattet mich angerufen, weil ihr ein Hühnergehege aufgestellt habt. Und das sollte ich mir einmal begutachten. Ja, richtig, genau. Also wir beide haben zusammen telefoniert. Ich bin der Cartman. Mir gehört dieses Anwesen. Ja, das sieht aber sehr schön aus. Das ja, muss ich schon mal lassen. Ja, wir sind noch im Aufbau. Also wir sind erst vor ein paar Wochen, bin ich hingezogen. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen Sie mal mit. Ja, aber gerne doch. So, Herr Tierhändler, hier ist unser aus Europaletten zusammengezimmerter Hühnerstallgehege. Mhm. Aus Europaletten? Ja, wir hatten nichts anderes bei gehabt. Kann auch noch sein, dass in der Karre da hinten noch ein bisschen Dynamit ist, weil da hat der Helfer Frodo drin geschlafen. Ja, aber das Dynamit, das müsste erstmal raus, ne, für die Hühner. Aber ja, alles klar. Okay, werde ich dem Frodo sagen, soll das rausschmeißen. Ja, definitiv, das muss raus. Bitteschön. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, ein Rückzugsort für die Hühner zum Nisten, das sieht auch sehr gut aus, ja. Moin. Die gute Wasserstelle. Moin, moin. Schönen guten Tag, ich stelle gerade, ist wieder ein ungünstig oder soll ich später nochmal vorkommen? Nö, ja. Kommen Sie später nochmal vorbei, weil das ist hier wichtig. Machen wir. Bis später. Bis später, danke. So, wie viel Hühner hatten Sie denn eigentlich gedacht, so generell im Laufe des Geschehens natürlich hier zu halten? Also, ich habe so gedacht, so 10. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Hühner man hier in dem kleinen Stall hier halten darf. Also, wir sind noch ziemlich unerfahren da drin. Also, 10 würde ich schon mal definitiv raten dazu, die hier gut gehalten werden können.
Man sieht ja auch hier, die Wassertränke ist natürlich sehr groß, unter anderem. Natürlich müssen sie natürlich auch das Hühnerfutter natürlich noch kaufen. Ja. Und natürlich halt noch die Hühner, ne? Das ist natürlich ganz wichtig, weil ein Hühnergehege ohne Hühner ist das dann nichts. Ja, also ich habe ja auch schon überlegt, mir hier Mäuse zu halten, aber die hauen mir immer so ab. Ja, Mäuse, das ist ziemlich schlecht, würde ich mal sagen. Also die unteren Fugen, wie man hier sieht, und unter dem Lattenzaun, also da ist doch klar, dass er da die Mäuse und Ratten natürlich abhauen. Aber ich glaube, die werden auch nachts kommen, wegen dem ganzen Hühnerfutter. Da bedienen die sich auch gerne mal dran. Da würde ich am besten irgendwie raten, dass man da vielleicht unten drunter irgendwas drunter packt, sodass sie da wirklich nicht drankommen, dass ihre Hühner wirklich störungsfrei hier ohne Krankheiten natürlich gut aufwachsen können, ne? Ja, ich habe ja gelesen, in so einer Fachzeitschrift, es gibt ja so Kaninchendraht, das kann man da drum wickeln. Ja, genau, das geht natürlich auch. Sollte das natürlich trotzdem mal irgendwie beschädigt worden sein, durch Fremdeinwirkungen, natürlich andere Tiere oder auch ihre eigenen, dann müssten sie leider mal vielleicht ein bisschen zusehen, dass sie da einen kleinen Stromzaun nehmen. Also natürlich nicht zu hoch, weil sonst gibt's Hühnerfrikassee. Ja, Sie sind der Profi, weil mir wurde gesagt, wo ich im Dorf war, wurde mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden. Und das habe ich ja dann gemacht. Ich habe auch die Telefonnummer gekriegt und wir haben ja zusammen telefoniert. So ist das auch richtig. Und da haben Sie alles richtig gemacht. Und die haben mir gesagt, Sie sind hier der Experte für Geflügel und Kuh. So sieht's aus. Geflügel und Kuh. Oh. Ja. Ja, haben die so gesagt. Also, weiß zwar noch nicht, ob sie den kennengelernt haben, aber da hinten kommt mein fleißiger Helfer, der Frodo. Ach, der da hinten angerannt kommt, ja, okay. Genau. Guten Tag, Cartman, guten Tag, Herr Tierhändler. Guten Tag, Frodo. Guten Tag, Herr Frodo. Frodo, ja, warst du jetzt schon am... Entschuldigen, eben. Also. Warst du am Tierhändler... ich bin schon ganz durcheinander. Also beim Händler und hast dir die Spritze gekauft? Aber natürlich doch. Ja, dann würde ich sagen, mach mal Feld 5 fertig. Zieh mal drüber, das Ding. Wie geht's mit Brathähnchen? Ja, wir sind ja gerade am Disten. Ich rede ja gerade noch mit dem Tierhändler, aber du kannst ja gerne noch weiter mit dem Tierhändler hier reden. Nein, ich gehe mal mein Feld 5 machen. Ja, dann kannst du ja mal fragen, was von Brandenburg möchte, was da los ist. So, schönen jetzt können Tag, wir weitermachen. Die Herrschaften. Schönen guten Tag. Ich komme gleich zu Ihnen. Okay, okay. Ja, Herr Tierhändler, also, was kann ich denn, also 10 Hühner, ist klar, so muss ich dann noch was dabei haben zu den Hühnern oder nur die Hühner reichen? Nein, also wie gesagt, das Futter natürlich, Wasser brauchen die Hühner natürlich. Hier haben wir, wie gesagt, halt schon den Dynamitkoffer hier, das große Ding hier, wo natürlich das Dynamit natürlich noch raus muss. Das ist klar, das werden wir noch rausnehmen. Da muss natürlich auch für die Hühner natürlich, klar, ist ja der Rückzugsort, damit sie vernünftig brüten können, damit man natürlich in der Landwirtschaft natürlich frische Eier bekommt oder unter anderem auch nachzuchten. Das ist dann natürlich bei Ihnen in den Händen. Wenn Sie natürlich sagen, okay, Sie wollen die Eier verkaufen, das können Sie natürlich gerne auch tun. Oder Sie sagen, okay, rein in den Brutkasten, ich möchte weiterhin Aufzuchten haben, weil... Ab einem bestimmten Alter werden auch ihre Hühner natürlich auch mal in den Himmel steigen. Das ist klar, ein Huhn lebt nicht lange. Wenn ich jetzt daran denke, dass mein Helfer, der Frodo, auf Brathähnchen steht, werde ich wohl eher auf die Titanz ziehen müssen, Zucht und Hühnereier. So wird's dann wohl laufen, ja. Aber nur Hühner alleine wird wohl nicht reichen. Mir wurde gesagt, ich soll auch einen Hahn halten. Reicht das bei 10 Hühnern oder muss ich da noch mehr nehmen? Also da haben sie schon recht, da müssen sie auch einen Hahn mit beinehmen. Am besten ist so, insgesamt bei 10 Hühnern würde ich so 4 Männchen mit dabei beinehmen, klar. Und der Rest dann natürlich Hühner, damit natürlich die Kerle auch was haben, ne? Und so was, und das Ganze haben sie, also Hühnerfutter, also Tierfutter allgemein, und die Hühner haben sie im Angebot oder haben sie welche zur Verfügung? Also ich hätte
auch noch welche zur Verfügung, ja, die kann ich Ihnen auch gerne vorbeibringen, das ist auch kein Ding. So haben sie dann die Hühner da. Das ist alles kein Ding, das ist machbar. Okay, Nur einmal vorbeikommen, einmal die Hühner bitte abholen. Ich habe leider gerade keine Möglichkeit, ich habe noch ein paar andere Termine, wo ich noch hin müsste. Aber ja. Wenn man noch einmal mit mir telefoniert, werde ich da sein, so können sie dann halt Hühner natürlich halt abholen. Das ist kein Ding. Ja, dann würde ich sagen, danke für das Beratungsgespräch und ich würde dann gerne drauf zurückkommen. Die Frage ist, wie viel wollen Sie denn für einen Huhn oder einen Hahn haben? Also Hühner sind bei uns zurzeit gerade im Angebot. Die kosten 50 Euro das Stück. Natürlich, klar, kommt da natürlich eine kleine Summe zusammen bei 10 Hühnern, aber das ist ja, dürften Sie sich ja eigentlich so aus dem Ärmel schütteln. Ja, 10 Hühner und 4 Hähne. Genau, so sieht's aus. Und was kostet bei Ihnen Hühnerfutter? Ja, das müsste ich noch einmal nachfragen, weil der Kollege von mir, der wollte das halt mir eigentlich verkaufen, aber hat sich leider noch nicht gemeldet. Ich würde mich dann generell da nochmal bei Ihnen melden, was dann da für Preise halt rauskommen. Und klar, bequatschen wir dann halt nochmal und dann kann ich Ihnen genaueres sagen, was natürlich das Hühnerfutter natürlich kostet. Ja, okay, dann würde ich jetzt sagen, wir belassen das jetzt erstmal hier. Wir melden uns gegenseitig. Ich sehe erstmal zu, dass das Dynamit aus dem Stall rauskommt. So sieht's aus. Und dann würde ich Sie dann anrufen, wenn wir das entfernt haben. Ja, das hört sich doch gut an. Und dann komme ich dann bei Ihnen mal auf dem Hof vorbei. Das wäre nett. Gut. Dann sind meine Fragen komplett beantwortet. Das will ich auch hoffen. Wie gesagt, wenn weitere Fragen sind, entweder mich anrufen, eine E-Mail schreiben, dann lässt sich alles klären. Oder ich komme halt nochmal vorbei. Immer wieder gerne. Alles klar, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und dann wünsche ich Ihnen auch später natürlich viel Spaß mit Ihren Hühnern und mit Ihren Aufzuchten. Würde mich auch mal freuen, wenn Sie mich dann anrufen, wenn natürlich Babyküken da sind, um mir die halt mal anzugucken. Auf jeden Fall, kein Problem. Wir werden uns melden. Alles klar, ich bedanke mich. Dann bin ich erstmal weg. Ciao. Ich muss mich bedanken. Dankeschön. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Cartman, mein Name. Ich bin hier neu zugezogen und das ist mein Hof. Oder unser Hof. Oh, sieht ja noch alles recht beschaulich aus. Bis jetzt, ja. Ich wollte mich vorstellen, ich bin der Händler dieser wunderschönen Gegend. Meine Großeltern hatten bis vor kurzem den Handel gehabt und haben ihn mir vermacht. Entschuldigen Sie bitte, ich habe momentan ein kleines wenig Tourette. Ich würde ganz gerne Ihnen anbieten, ich kann Ihnen auch gerne Hühnerfutter organisieren. Wenn Sie möchten, die Palette wären 1000 Liter für 1500 Euro das Stück. Oder in einem großen Sack würden Sie etwas günstiger hinkommen, da wären wir bei 2000 Liter für 1500 Euro ein Big Bag. Das wäre dann wie so ein großer Sack. Ja, wie Sie sehen, wir haben noch nichts. Aber ja, das sehe ich, aber ich denke mal, das war ja gerade ein Gespräch, weil der Tierhändler war ja gerade schon da, ne? Genau, das war der Tierhändler hier aus dem Ort, der Herr Pascal, und uns wurde gesagt, das ist der Profi für Tier und Huf. Genau, ich hätte dann noch würden Sie mir bitte folgen, ich hätte noch etwas vorbereitet. Aber klar doch. Oh, ein Fendt. Das ist das neueste Prachtexemplar der Fendt 1050. Ein wunderschönes Gefährt. Über 500 PS. Das ist sehr viel Spaß. Zieht alles auf dem Acker mit seinen 517 PS. Zieht und ist wunderbar. Hat hier hinten noch sämtliche technische Einrichtungen, mit denen Sie das Fahrzeug auch noch von hinten aus steuern können. Zum Beispiel die Dreipunktaufhängung. Die ist komplett hydraulisch. Also brauchen Sie sich nie wieder irgendwelche Sorgen machen mit von wegen irgendwie was machen und Kraft anwenden beim Anhängen, haben Sie nie wieder. Und das ganze Gefährt kostet in dieser Aufstellung, so wie es gerade hier vor Ihnen steht, läppische 376.000 Euro. Ist ein nettes Angebot, aber leider muss ich Ihnen das Geschäft jetzt anbieten, weil wir haben das Geld nicht. Das ist sehr schade, aber Sie können ja gerne mal bei mir mal vorbeikommen. Ich habe noch vieles andere da, von klein bis groß, über Autos und Palettenstapler und LKWs und Traktoren, Mähdrescher. Ich habe alles da, was Ihr Herz begehrt. Das werden wir bestimmt
noch machen, weil wir haben ja hier auch noch ein paar Altfahrzeuge. Wir haben hier den John Deere, den habe ich mitgebracht. Und wir haben noch einen Valtra da hinten stehen. Wenn Sie mal gucken möchten. Naja, dann John Deere hat ja auch schon ein bisschen auf dem Buckel, ne? Ja, den habe ich mitgebracht auf den Tieflader. Also bis wir den hier hatten, waren es 5 Wochen. Ja, das ist schon ordentlich. Und der Walter, na gut, der sieht auch nicht mehr so 100% im Schuss aus. Da könnte man mal auch mal was machen. Ja, da, den hatten meine Großeltern noch gehabt und meine Eltern gehabt. Und der hat ziemlich viel ackern müssen. Ja, das sieht man dem auch an. Also da würde ich ihm wirklich mal empfehlen, demnächst mal eventuell sich über eine Neuanschaffung zu überlegen. Ich würde das Gefährt auch in Zahlung nehmen, wenn Sie möchten. Und genau, für sämtliche anderen technischen Gerätschaften bin ich Ihr Mann. Und dann können Sie das auch alles bei mir organisieren und kaufen natürlich. Ja, ich bin ja nicht nur der Einzige, der hier kaufen wird. Der Herr Frodo, wo ist der schon wieder? Immer muss man hinter dem hinterher telefonieren oder mal schreien. Frodo! Ja, hier ist er. Machen Sie. Der war schon wieder, der war bestimmt wieder in der Küche Kaffee saufen. Na, natürlich doch. Du sollst nicht so viel Kaffee trinken, habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Frodo, kennst du den von Herrn von Brandenburg? Das ist unser Kfz-Meister. Guten Tag. Ich bin der neue Händler hier in der Gegend. Also ich habe das ganze Ding von meinen Großeltern erworben. Meine Eltern wollten das nicht mehr, aber jetzt habe ich das ganze Ding an der Backe und versuche das Beste daraus zu machen. Nein, wir werden uns sehr gut verstehen. Das würde mich freuen, dann werde ich erstmal wieder von dannen ziehen. Wenn Sie Fragen haben, hier haben Sie nochmal meine Nummer und für Sie auch nochmal meine Karte. Dürfen Sie gerne jederzeit anrufen und sich bei mir melden und dann kriegen wir das alles organisiert. Also auch für Lohnarbeit kriegen wir organisiert, das kann ich auch machen für Sie, wenn Sie möchten. Aber selbstverständlich, also ich hol's ab, ich bring's auch wieder und ich repariere es auch und genau, ich mach alles hin. Alles klar, dann bedanke ich mich für Ihren Besuch und wir würden auf Ihr Angebot dann zurückkommen, sobald wir was brauchen. Kein Problem, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie haben keine Angst vor Hunde, weil sonst hätte er sie nämlich gerade aufgefressen. Ach, nee, der ist ja ganz knuddelig süß eigentlich. Ja, der ist aber auch erst 9 Monate alt. Na dann, viel Spaß noch. Schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Frodo. Ja. Der Tierhändler war gerade da und hat gesagt, er könnte uns Hühner für 50 Euro verkaufen und auch Hühnerfutter, aber das Einzige, was er bemängelt hat, ist, du sollst deinen Sprengstoff aus der Hütte rausholen. Ja, und wo soll ich den bunkern? Dann packst du es hier ins Haus oder hier in eine Garage rein. Weil sonst haben wir wirklich McDonald's auf McDonald's Fly. Ich stehe auf Brathähnchen. Ich weiß. Aber wir müssen erstmal uns Hähnchen ziehen, dass wir überhaupt Brathähnchen kriegen können. Und wenn du jetzt nach Hause gehst, ne? Ja. Dann fährst du nach McDonald's und kaufst dir noch ein paar Brathähnchen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir machen für heute mal Feierabend. Oder du kannst noch mit dem Hund spielen. Ne? Mhm. Und ja, ich würde sagen, wenn du nach Hause fährst, holst du dir noch ein Brathähnchen. Okay. Aber zahlen musst du selber, so. Mach ich. Gut, dann würde ich... Ja. Hast du sonst noch irgendwas, Frodo? Nein. Okay. Ich gehe nach Hause. Gut, und ich gehe jetzt einen Kakao trinken. So, tschüss. Ciao. Was für ein verrückter Vogel.
Ja, das war's mal wieder für diese Folge. Wie es weitergeht auf dem Projekt Felsbrunn, lasst euch überraschen. Wir hatten Besuch von dem Fahrzeughändler von Brandenburg und von dem Tierhändler. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.